Hallo! Wir haben heute ein Rätsel für euch. Wir, das sind die Hunde und ich. Oh, kackst du genau da in der Mitte? Das ist doch scheiße, du musst das wegmachen. Naja, wir bleiben jetzt erstmal hier eine Weile. Und mein Rätsel ist, ich habe 3 Hunde, aber nur 2 Leinen. Ich habe also einen Hund, der ein Verlasshund ist. Ein Hund, auf den ich mich verlassen kann. Und ich möchte jetzt von euch wissen, welcher der 3 Hunde bei mir der Verlasshund ist. Der Hund, der ohne Leine überall rumlaufen darf. Ratet mal. Oh, jetzt spielt keiner mehr mit mir. Gerade eben wollten alle 3 dieses kleine Stück Grashalm haben. Und jetzt will es keiner mehr. Kitty, genau. Genau, wo ist der Grashalm? Also, was ist das? Da hat mich einer angesabbert, das ist ja ekelhaft. Ey, es wird nicht gebuddelt. Ihr kleinen Opfer. Katscha, nein. Ey, nein, wird nicht gebuddelt. Ab. Guckt man einmal nicht hin und schon buddeln die hier rum. Nein, es wird nicht gebuddelt. Das ist nicht erlaubt. Nicht erlaubt. Nicht erlaubt. Zum Glück hier haben die das hier nur am Rand gemacht. Ab von dem Loch. Ab. Ab. Ein bisschen zumachen. Sam, nein, hör auf. Also wenn eins nicht erlaubt ist bei uns, dann ist es buddeln. Da dürfen die nicht. Hier ist jetzt nicht unbedingt eine Hundefreilauffläche. Aber wenn sie es hier machen, dann denken sie, die dürfen das auch woanders machen. Deswegen erlaube ich das grundsätzlich gar nicht, weil Löcher eine Gefahr darstellen für andere Hunde oder auch andere Kinder und so. Wenn die irgendwo rumrennen, können die da reinlaufen. Ja, du siehst aus, als hättest du gebuddelt mit deiner Nase. Da kann man sich halt dran verletzen. So, wollen wir wieder ein Stück weiter? Den Feldweg können die Nicht-Verlasshunde noch ein Stück gehen. Genau. Und der andere Verlasshund, der darf bis nach Hause ohne Leine gehen. Weil der Verlasshund, der hört halt. Für den brauche ich eigentlich fast nie eine Leine. Die ist eigentlich nur Deko. Hallo. Hallo, du kleine Ratte. Gerade eingefallen, dort hinten, wo wir gerade waren, da waren wir vor ein paar Tagen, also wir sind eigentlich sehr oft hier, aber vor ein paar Tagen habe ich die Hunde auch dort laufen lassen und es war abends und da habe ich nicht gesehen, dass dort ganz hinten ein kleines Kaninchen war oder ein Hase, ich weiß nicht, ich glaube, es war ein Junghase und der ist dann da so rausgerannt und meine Hunde natürlich hinterher und ist dann da. Da stand ich, habe Sam einmal kurz scharf angeredet, also so Samantha. Da hat sich schon aufgehört zu laufen. Katschan habe ich mit meinem Bein also so abgeblockt. Dann hat sie schon aufgehört zu laufen. Kinderow ist an mir vorbeigehuscht. Und der Hase ist dann da rein und Kinderow stand dann davor. Da habe ich ihn nochmal auch scharf gerufen. Und dann ist keiner mehr hinterher gerannt und jetzt ist Kinderow weg. Kinderow! Der ist da hinten schon. Kindi, komm her, schnell! Ja, mal gegen den Busch pullern. Ja, also es war nicht ideal, weil sie haben den Hasen ein bisschen gejagt, aber alle waren, abrufbar jetzt nicht unbedingt, aber alle waren aufzuhalten. Das fand ich doch eigentlich ganz gut. Katschan ist jetzt im Feld drin. Kinti, komm her. So ist er fein. So ist ein Feini. So ist ein Feini. So. Ich denke mal, ich lade die Hunde auf. Die Nicht-Verlasshunde, die werde ich jetzt an die Leine nehmen. Von 2 sind nur noch, also von 3 sind nur noch 2 über. Ein Hund ist weg. Katschan! Da ist er. Katschan, komm her! Katschi! Was machst denn du da im Feld?
letzten Vlog, wo ich Sam an den Maulkorb so ein bisschen gewöhnen wollte oder weiter gewöhnen wollte, hat mich eine Frage erreicht, jetzt nicht auf YouTube, aber auf Facebook quasi, warum sie denn überhaupt einen Maulkorb braucht, ob sie denn bissig und so. Also erstens, ihr könnt mir gerne auch auf Insta und auf Instagram folgen, da heißen wir Wattwölfe. Ihr könnt mir auch auf Facebook folgen, da kommen eigentlich die gleichen Beiträge wie auf Instagram, falls ihr kein Insta habt. Da heiße ich Denise mit den Hunden, so wie früher. Und dann haben wir auch noch TikTok, da heißen wir auch Wattwölfe. Könnt ihr überall mal folgen, wenn ihr möchtet. Das dazu. Ja, und warum trägt Sam einen Maulkorb? Warum trainiere ich ihr das an? Ganz einfach. Ich finde, dass es immer gut ist, wenn ein Hund so etwas kann. Einen Maulkorb tragen, einen Schuh tragen oder ein Body anhaben oder irgendwie sowas in der Art. Weil es immer zu Situationen kommen kann, wo so etwas halt benötigt wird. Man, das ist zu spät. Kann ich mir denken. Ja, es kann immer zu Situationen kommen, wo der Hund das braucht. Für einen Maulkorb zum Beispiel, öffentliche Verkehrsmittel mit Hund, ist ja oft so, dass der Hund da einen Maulkorb tragen muss. Und also ich bin jetzt nicht auf Bus und Bahn angewiesen, aber falls es doch mal irgendwie dazu kommen sollte, im Urlaub oder so, Gondel fahren, dann wäre es halt sinnvoll, wenn der Hund das kann. Dann ist noch die andere Sache, dass wenn Sam mal irgendetwas hat, irgendwie, weiß ich nicht, hat sich vielleicht was gebrochen, hat irgendwie Schmerzen, keine Ahnung. Und ich muss mit ihr zum Tierarzt. Und Tierarzt mag sie eh nicht so gerne, weil sie sich nicht so gerne anfassen lässt von anderen. Und wenn sie dann auch noch unter Schmerzen steht, dann würde ich meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass sie dann auch tatsächlich mal zuschnappt. Und da ist es sinnvoll, einen Maulkorb zu tragen. Ja, und in einer Situation, die dann eh schon schwierig und stressig ist für den Hund, dann auch noch irgendwie was aufs Gesicht gesetzt zu bekommen, was sie nicht kennt, ist dann halt doppelt blöd. Deswegen ist es klug, wenn der Hund so etwas kann, schon bevor solche Situationen eintreffen. Und natürlich könnte auch der letzte Fall eintreten und Sam wird irgendwann zu einem unausstehlichen Hund, der gar nichts mehr mit Menschen und Hunden und was auch immer zu tun haben möchte. Und dann braucht sie einen Maulkorb, dann kann sie es schon. Aber ich glaube nicht, dass sie so wird. Aber man weiß sie nie. Das ist der Grund, warum Sam ein Maulkorb-Training bekommt. Kentaro ist leider sehr schwierig, einen Maulkorb zu bekommen, weil er so Glubschaugen hat und alles, was man ihm so auf die Nase setzt, das berührt quasi seine Augen und die sind eh schon oft gereizt. Bei ihm ist es wahrscheinlich eher so, dass ich mich mal nach einer Brille für ihn umschaue, wenn man so am Strand ist, weil dann sehr schnell seine Augen gereizt sind. Ja, und Kachi ist natürlich noch nicht ausgewachsen. Ich habe keine passende Größe für sie und ich werde jetzt nicht irgendeine Zwischengröße kaufen, nur um das zu trainieren. Das kann man dann immer noch machen, wenn sie erwachsen ist. Das dauert ja auch nicht mehr so lange. Und dann kann man das immer noch trainieren. Ja, ich glaube, das war es jetzt auch mit dem Video, weil... Ach, ja, ich weiß auch nicht. Ach ja, genau, ich habe ja noch diese zwei Zwischensequenzen gefilmt. Einfach mal so. Meine Kleinste hat sich gedacht, wir brauchen einen neuen Anstrich. Auch sehr schön. Und dann ist heute ja alles möglich Tag. Also Sonntag ist alles möglich Tag. Und dann dürfen die auch so zum Abendbrot Kelloggs essen und so. Also eigentlich gibt es sowas bei uns nicht. Auch Nutella-Brot, das ist eigentlich nichts, was es abends bei uns gibt. Aber beim Alles-ist-möglich-Tag, dann dürfen die das. Dann dürfen die auch Fernseh gucken, dann dürfen die auch zocken und sowas halt. Also Süßigkeiten essen. Es ist halt Alles-ist-möglich-Tag. So ein Tag in der Woche, der so ein bisschen regelbefreiter ist. Ja, das zum Abschluss. Okay, bis morgen.